Hallo, liebe Melanie, so schön, dass du da bist. Hallo, liebe Beate, freue mich sehr, dass ich in deinen Raum eingeladen wurde. Sehr, sehr cool. Sag doch mal erstmal den Menschen, was machst du und wer bist du? Also, was ich mache, ist, ich bin jetzt seit 25 Jahren Persönlichkeitscoach und Persönlichkeitstrainer für Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Das hat angefangen, ja, wie gesagt, vor 25 Jahren. Ich bin Mama von einer 20-jährigen Tochter, die ich mehr als bewundere, weil sie ein ganz großartiger Mensch ist. Ich bin in eine wunderbare Familie, gebettet, die mir auch sehr, sehr viel Kraft gibt. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne mit Menschen arbeitet, weil ich so ein Gefühl dafür habe, wo das wirkliche Potenzial liegt. Ja? Also ich sehe einen Menschen und dann sehe ich, was der vielleicht. Der weiß das ja auch im Grunde genommen, aber es ist so ein bisschen versteckt. Ich sage immer so, das sind so Türen, die sind teilweise mit Brettern zugenagelt. Da muss man dann ein bisschen tiefer rangehen. Und dann geht da so eine Tür auf und dann sehen die so ihr Potenzial und das sind immer so magische Momente und das liebe ich halt. Mega. Also das ist richtig, richtig toll. Ja. Und du bist, liebe Melanie, jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit bist du auch in meinen Raum eingetreten. Und vielleicht magst du einfach kurz erzählen, was ist seitdem bei dir passiert? Was hat sich seitdem verändert? Also du Also bist ich eigentlich habe, noch mittendrin, aber ja, ich hab den ich bin Impuls noch. gehabt, dich einfach hier einzuladen, weil einfach solche Wunder passiert sind und ich sofort das Gefühl hatte, ich muss mit der Melanie einfach darüber sprechen und das auch der Welt zeigen, weil es einfach so viele möglich, also so viel möglich ist einfach. Also ich fange mal damit an, dass ich ja am Anfang von dir total getriggert war. Ich habe dich beobachtet und habe mir gedacht, was macht die denn da? Das ist ja crazy. Und das hat mich also so ein bisschen auch ja irritiert und dann habe ich mir so gedacht, okay, aber du guckst immer wieder drauf. Also ich bin auch so eine von denen, die dich dann gestalkt haben und habe auf Instagram geguckt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, Melanie, wenn es dich so triggert und du doch immer wieder hinguckst, dann musst du da jetzt durchgehen. Naja, und dann habe ich so die ersten Sachen gebucht, ne? Dann habe ich da gibt es ja ein Programm von dir, wo man so jeden Tag so einen Impuls bekommt. Die 4 Wochen, Dann bin die ich in die Abundance hast du gebucht Genau, damals. dann habe ich Ja. die Abundance Inside Out gebucht und dann habe ich festgestellt, die Beate ist wirklich so. Also du bist wirklich so, du bist total authentisch in all deinem Sein und das hat mich dann total fasziniert. Naja, und dann bin ich weitergegangen. Jetzt bin ich ja im Go for Gold. Das war für mich früher also absolut utopisch, so etwas überhaupt zu buchen. Ich bin dann gesprungen einfach, wie du es immer nennst, ne? Ich bin Ja. reingesprungen, habe mir gedacht, so, oh Gott, Nase zuhalten, irgendwie da rein. Und was hat sich seitdem getan? Ich bin ja ein Mensch, der deshalb so erfolgreich ist, weil ich meiner Intuition vertraue. So. Und dann kam ja Corona und Corona hat meine Intuition quasi so klein gemacht, ne? Ich war verunsichert, ich dachte mir, wie soll das alles gehen? Du bist ein Präsenztrainer, jetzt musst du alles online machen, das kann nicht funktionieren. Und dann kam der Kopf, dung, 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 ne? Und dann hat der Kopf ganz viel gemacht. Und seit ich jetzt bei dir bin, habe ich wieder meine Intuition viel mehr entdeckt und merke, wie gut das funktioniert. Also in Kundengesprächen, in VIP-Coachings, in Trainings, dass ich einfach wieder auf meine Intuition vertraue, die ja immer da war, aber die eben bei mir dann auch so ein bisschen zugenagelt war. Und bei dir lerne ich halt dieses, sich selber wieder mehr zu vertrauen oder überhaupt komplett sich zu vertrauen, aber auch sich zuzugestehen, dass vielleicht auch mal was in eine Richtung geht, wo man sagt, ah, okay, das hätte ich auch anders machen können. Gut, dann korrigiere ich es jetzt, dann mache ich so. Also diese Erlaubnis, das ist so etwas, was sich verändert hat. Und ich glaube, ich bin in Kundengesprächen jetzt wieder die lockere Melanie, so wie ich bin, wo ich vorher vielleicht in der Zeit zuvor so ein bisschen verkopft habe. Und das habe ich mitgenommen und es tun sich gerade Dinge auf. Ich kriege gerade Feedbacks, die waren vorher auch schon da, aber jetzt ist es irgendwie, kommt ganz viel in der Richtung und ganz viele Anfragen kommen rein. Und das ist schon faszinierend, was da so passiert. Ja, vor allem, also lass uns mal über Geld sprechen, weil ich finde das einfach auch so schön. Also was hat sich dann in Form von Geld getan? Also einfach, wo du sagst, so, weil Anfragen sind da und aber auf einmal sind auch Buchungen da in einer Summe, wo ich sage, das darfst du echt teilen und feiern, weil ich finde, das ist so feiernswert.
Ja, das ist es. Also ich habe mich tatsächlich auch ausgedehnt, was das Volumen von Aufträgen anbelangt und habe mich auch getraut, Angebote zu machen, wenn eine Anfrage da war, die dann eben in Richtung sechsstellig gegangen sind, was ich vorher vermutlich nicht getan hätte. Und habe festgestellt, boah, das geht, das funktioniert, du wirst gebucht. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie massiv meine Preise erhöht hätte oder so, sondern weil ich einfach mich getraut habe, auch größere Dinge wieder anzunehmen. Und mein Verhältnis zum Geld hat sich dergestalt verändert, dass ich mir einfach erlaube, weil ich weiß, was ich alles Gutes mit Geld tun kann, dass es vollkommen legitim ist, viel Geld zu verdienen. Ja, ich muss es ja nicht irgendwo verbrennen, sondern ich kann ja mit diesem Geld für mich, für mein Umfeld und für die Welt richtig, richtig Gutes tun. Und da habe ich Ja. so Lust drauf, da habe ich so Lust drauf, aus dieser Fülle zu schöpfen und meine Familie gut zu versorgen, mich gut zu versorgen und auch die Möglichkeit zu haben, wenn ich dann Pro-Bono-Angebote machen möchte, wenn ich sage, Mensch, da ist jemand, der kann sich das halt wirklich nicht leisten, zu sagen, komm, das winke ich durch, weil ich die Möglichkeit dazu habe, weil Ja, die Fülle richtig. einfach da ist. Und es ist einfach, ich muss es so hart sagen, es ist Bullshit zu sagen, Geld macht nicht glücklich. Geld alleine vielleicht nicht, aber es ist doch sehr beruhigend, einen entsprechenden Kontostand zu haben, aus dem heraus du sagen kannst, du kannst deine Kinder unterstützen, du kannst für dich selber sorgen, du hast eine gute Krankenversicherung, du kannst Wellness machen, du kannst eine gute Kranken, kannst dich einfach gut versorgen, als wenn du eben immer auf dein Konto guckst und sagst, oh, wie soll denn das jetzt gehen? Ja. Ja. Und das ist großartig, was du sagst. Und ich erinnere mich einfach, als du gesagt hast, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ich will mit zwei Aufträgen sechsstellig sein. Und das war erstmal so, oh mein Gott. Und jetzt bist du fast mit einem Auftrag fast Ja. sechsstellig. Und einfach nur, weil du es aber auch entschieden hast. Ja, ich habe Und es weil du einfach entschieden. diese Offenheit auch dafür hast. Und das feiere ich wirklich, Melanie, weil deine Energie ist wirklich einfach gigantisch. Und ich finde es einfach mega, weil ich glaube, jedes Unternehmen, was dich bucht, hat einfach so ein Genie sich auch ins Unternehmen geholt, was einfach so viel auch Gutes ins Unternehmen bringt. Und ich weiß noch, und das muss ich auch hier sagen, als wir miteinander gesprochen haben, du hast am Anfang so ganz, ganz viele große Angebote gemacht und irgendwann mal Ja. hast du gesagt, du willst es nicht und du willst auch online und du willst, dass es easy ist. Vielleicht sagst du mal kurz, was sich da verändert hat, weil das finde ich auch, es ist ein Wunder. Ja, also ich habe mich eine ganze Zeit lang mehr an dem orientiert, was der Kunde jetzt sagt, was er haben möchte. Und bin jetzt wieder mehr dabei, dass ich sage, Moment mal, das, was du haben möchtest, ist das überhaupt das, was dein Ziel erreicht? Und das hat sich kolossal verändert, weil ich einfach viel mehr wieder darauf vertraue, dass ich sage, Moment mal, ich sehe, dass du etwas vorgibst, was du haben willst, weil man halt so sagt, ich hätte gerne zwei Trainingstage. Zwei Trainingstage ist eine nette Geschichte, aber ist nicht nachhaltig. Und jetzt sage ich halt, zwei Trainingstage können sie machen, ist eine Alibi-Veranstaltung, dann haben die Leute einen Impuls bekommen, schick. Aber wenn sie wirklich was erreichen wollen, dann müssen sie längerfristig buchen. Und dann kommt am Schluss auch folgendes Ergebnis raus. Und dann dehnen sich ja die Programme automatisch aus, weil wenn du jetzt 2 Tage verkaufst, ist es was ganz anderes, als wenn du 6 Monate verkaufst. Absolut. Und da muss man gar nicht zwingend die Preise erhöhen, sondern man erhöht einfach sein Angebot. Und ich habe eben auch gemerkt, was ich vorhin sagte mit Corona, dass mich das so ausgebremst hat und ich mir dachte, wie soll ich denn, wo ich ja so ein intensiver Mensch bin und mit Teilnehmern intensiv arbeite, wie soll ich das im virtuellen Raum halten? Und es geht hervorragend. Ich habe Veranstaltungen mit über 100 Leuten moderiert online und ich konnte die Energie genauso halten und die genauso entertainen und es kam genauso das Feedback, oh, ist ja schon 17 Uhr, krass, wie ist denn das jetzt gegangen? Mega. Das funktioniert und die Kombination aus beidem, das ist das, was ich jetzt seit einer ganzen Zeit schon mache und was hervorragend funktioniert, auch für die Teilnehmer, weil die nicht anreisen müssen. Ja, Absolut. das ist, die Absolut. können halt sich in die Live-Calls einbuchen für 1 Stunde, für 2. Das ist easy to handle, auch wenn sie krass viel zu tun haben. Aber wenn sie sich jetzt irgendwo 2 Tage, 3 Tage aus dem ganzen Geschäft rausziehen müssen, ist das viel schwieriger. Also es ist eine Ja, es ist für alle Win-Win-Win-Situation. ein Gewinn. Aber Ja. es ist halt erstmal eine Entscheidung von dir gewesen, dass du einfach gesagt hast, du willst es so haben und du hast daran geglaubt. Du hast einfach auch, also wir haben letztendlich in unserem Raum,
Gesetze der Anziehung angewendet und die ganzen universellen Gesetze. Du hast deine Energie, deine Frequenz verändert und auf einmal funktioniert. Ja, vielleicht absolut. möchtest du zum Schluss noch sagen, also was würdest du sagen aus deiner Sicht, was ist das Besondere an unserer Zusammenarbeit? Das Besondere daran ist, dass du dich wirklich auf jeden einlässt, also auf jeden, der in deinem Raum ist, einlässt und aber trotzdem bei dir bleibst. Also du bist immer du und gibst immer so den richtigen Impuls oder stellst die richtige Frage. Und das Besondere ist, dass es einfach, ja, das kann man eben kaum erklären. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, weil da so eine magische Energie entsteht und so eine Frequenz entsteht und auch mit den anderen im Raum sich einfach, da ploppt, da lösen sich auf einmal so ein paar Dinge und ich merke dann auf einmal so, ach, das ist ja jetzt weg. Ach, das ist ja spannend, gerade wenn man es so ein bisschen nachwirken lässt. Und das finde ich das Besondere, dass du einen auch nicht auslässt, also aber auf eine liebevolle Art. Also du bleibst dran, ohne dass man das Gefühl hat, man würde jetzt in irgendwas reingedrückt oder so. Ja, aber du hast eben diese liebevolle Art, dass du jemanden wirklich weiterbringen willst. Und da sind wir uns eben sehr ähnlich, nur war das bei mir ein Stück weit verschüttet und ich habe es jetzt wieder. Ja, also diesen absoluten Willen, diese Lust, diese Freude daran, jemanden weiterzubringen und auch mal so ein bisschen zu schieben, ne? Mal so mit sanfter Hand aus der Komfortzone rauszuschieben, wo die Leute erstmal strugglen. Also ganz konkret, mir hat mal eine Teilnehmerin gesagt, in dem Moment habe ich dich gehasst. Das sagen mir ganz viele. Ja, in dem Moment habe ich dich gehasst, als du mich da drüber geschoben hast. Ja. Aber ich liebe dich dafür, dass du es getan hast. Ja, und absolut. Das sind diese Momente einfach. Und das machst du eben auch. Danke dir. Vielleicht, mir fällt jetzt noch eine letzte Frage ein. Und zwar, was würdest du den Menschen sagen, weil du warst jetzt auch jemand, der ein bisschen gezweifelt hat, was würdest du sagen den Menschen, die so ein bisschen so mich beobachten und denken, ach, die würden gerne, aber irgendwie ist da vielleicht so Zweifel. Was würdest du denen sagen? Sie sollen sich auf alle Fälle einen Vision Call buchen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich war damals noch bei der Ursel. Einen Vision Call buchen und sich dort einfach mal anhören, was alles möglich ist. Und sie sollen dich einfach weiter beobachten, bis dann irgendwann so ein Moment kommt, wo sie einen Post von dir sehen oder ein Reel oder whatsoever, wo sie sagen, oh, das fiel jetzt gerade tief rein. Und sich dann einfach auch zugestehen zu sagen, und jetzt mache ich's. Ich mach's jetzt einfach. Danke, liebe Melanie. Es ist ja eh erst der Anfang. Wir haben ja noch eine gemeinsame Zeit vor uns und es ist jetzt schon sehr, sehr magisch. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Und die Melanie kommt auch zu meinem Podcast. Was soll ich sagen? Ja. Also in diesem Sinne, danke dir und bis dann.